Viele möchten gerne ein tolles Muster in ihrem Kaffee haben. Was ich dafür natürlich überhaupt erstmal brauche, ist einen guten Espresso mit einer guten Crema. Und das nächste ist, ich brauche einen perfekten Milchschaum. Was brauche ich für einen perfekten Milchschaum? Erstmal ist er sehr feinporig. Habe ich einen großporigen Schaum, habe ich am gleichen Anteil viel mehr Luft. Und um diese schönen Bildchen zu gießen, brauchen Sie eben eine gewisse feine Konsistenz, die Sie auch noch gießen können. Bei der Frage, welche Milch verwende ich für einen guten Milchschaum? Ich als Barista nehme eine frische Vollmilch. Es ist wichtig, dass ich Wert lege auf einen guten Eiweißgehalt. 3,2 Gramm ist so das Minimum, was man an Eiweiß haben sollte. Umso mehr, desto besser. Ich kann dann wirklich diese schönen Verzierungen auf dem Kaffee machen und brauche dazu ein sogenanntes Latte-Art-Besteck. Mit diesem Latte-Art-Besteck kann ich dann schöne Muster in meinen Kaffee zeichnen. Und wenn ich dieses Latte-Art-Besteck nicht habe, dann geht genauso ein Zahnstocher, ein Schaschlikspieß, ein Schraubenzieher. Man kann Schwäne gießen, man kann Drachen gießen, man kann Fische gießen. Man kann also ganz komplizierte Motive gießen. Aber das, was die meisten Menschen freut, ist ein einfaches Herz. Wenn man das nicht schafft, dann kann man natürlich auch ganz einfach zu Hause mit Schokosauce arbeiten.